Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem wir euch zeigen wollen, wie ihr den TP-Link Pharos CPE 210 Outdoor WLAN Access Point einrichtet. Genauer gesagt wollen wir eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung mit zwei Antennen herstellen. In unserem Szenario muss durch die Funkverbindung Glasfaser-Internet in einem anderen Gebäude, welches sehr gut abgeschirmt ist, verfügbar gemacht werden. Möglichst freie Sicht sollte dabei vorhanden sein. Bäume, Büsche und andere Hindernisse können das Signal beeinträchtigen. In der Theorie sollen sogar mehr als 5 Kilometer drin sein. Wir beschränken uns hier aber auf ein paar hundert Meter. Weitere Infos zu den TP-Link CPE 210 findet ihr in der Videobeschreibung. Im Lieferumfang befindet sich die Antenne, ein Adapter für passives PoE samt Netzstecker zur Stromversorgung, Kabelbinder, Schrauben und Dübel sowie eine Kurzanleitung. Den LAN-Anschluss findet ihr auf der Rückseite. Um die Antenne zu konfigurieren, schließen wir sie so an einem Laptop an. Das rote LAN-Kabel stellt die Verbindung zur Antenne und dem PoE-Adapter über die Buchse PoE her. Und das weiße Kabel verbinden wir mit dem PoE-Adapter und dem Laptop über die LAN-Buchse. Stromversorgung muss natürlich auch noch hergestellt werden. Mehrere LED leuchten dann an Antenne und Adapter. Für den Zugriff auf die Antenne müssen wir an der Konfiguration unseres Rechners noch eine Änderung vornehmen. Zunächst deaktiviere ich WLAN an unserem Rechner, damit er sich nicht ungefragt verbindet. Öffnet nun die Systemsteuerung. Wechselt dann in das Netzwerk- und Freigabecenter. Und klickt links auf Adaptereinstellungen ändern. Hier haben wir den Ethernet-Port, an dem die Antenne angeschlossen ist. Öffnet mit einem Rechtsklick über das Kontextmenü die Eigenschaften. Uns interessiert hier der Eintrag Internetprotokoll Version 4. Markiert ihn und klickt auf den Button Eigenschaften. Aktiviert hier den Punkt folgende IP-Adresse verwenden. Ich gebe hier die Adresse 192.168.0.250 ein. Die Subnetzmaske wird durch einen Klick in das Feld automatisch eingetragen. Warum dieser Schritt? Die Antennen werden mit der fest eingestellten Adresse 192.168.0.254 ausgeliefert. Für den Zugriff muss sich der Rechner im selben IP-Adressbereich befinden. Ansonsten funktioniert es nicht. Klickt dann auf OK und schließt das Fenster. Nach Abschluss der Konfiguration müsst ihr diesen Schritt wieder rückgängig machen. Öffnet dann euren Browser und gebt 192.168.0.254 in die Adresszeile ein. Moderne Browser erkennen eine unverschlüsselte Verbindung. Wir wollen aber auch nur auf die Benutzeroberfläche zugreifen, also bestätigen wir das einfach. Dieser Vorgang ist je nach Browser etwas anders. Auf der Startseite werdet ihr nach Benutzernamen und Passwort gefragt. Das ist vom Werk aus beides Admin. Bestätigt noch die Nutzungsbedingungen und klickt auf Login. Im nächsten Schritt müsst ihr einen neuen Benutzernamen samt Passwort vergeben. Die Zugangsdaten solltet ihr euch natürlich gut merken. Nach dem Klick auf Finish landen wir auf der Übersichtsseite. Klickt oben im Menü auf Quick Setup. Und stellt im nächsten Schritt Access Point ein und klickt auf Next. Dann seht ihr noch einmal die IP-Adresse. Hier ändern wir nichts. Unter SSID könnt ihr den WLAN-Namen ändern, wenn ihr mögt.
Die Werte in den anderen Feldern braucht ihr nur zu ändern, wenn ihr massive Empfangsprobleme habt oder wenn sich viele WLAN in eurer Nähe befinden. Die Verschlüsselung stellen wir auch ein, gibt nur eine zur Auswahl. Ein WLAN-Passwort müsst ihr dann auch noch vergeben. Gebt die Distanz noch ungefähr an und klickt auf Next. Und auf der Zusammenfassungsseite auf Finish. Danach befinden wir uns wieder auf der Übersichtsseite. WLAN-Name wurde übernommen. Device Name wollen wir noch ändern. Dazu klicke ich auf System und ändere den Namen entsprechend ab. Warum, sehen wir später. Klick dann auf Apply und auf Save. Und im Status sehen wir den neuen Namen. Weiter geht es jetzt mit der zweiten Antenne. Die erste Antenne lasst ihr aber am Strom. Der Anfang unterscheidet sich zunächst nicht, darum spule ich hier mal etwas vor. Bis gleich. So, da sind wir wieder auf der Übersichtsseite. Den Namen der zweiten Antenne ändere ich gleich mal zur besseren Übersicht, genauso wie bei der ersten. Aber die Bezeichnungen sollen sich unterscheiden. Dann geht es weiter mit Quick Setup und diesmal wählen wir Client aus und klicken auf Next. Da es im Netzwerk niemals Geräte mit der gleichen IP-Adresse geben darf, ändern wir die Adresse der zweiten Antenne einfach an einer Stelle ab und klicken auf Next. Klickt nun auf Survey und sucht in der Liste das WLAN der ersten Antenne. Und hakt es an. Klickt dann auf den Button Connect. In manchen Fällen kann es sinnvoll sein, dass ihr den Haken bei Log to AP setzt. Dann verbindet sich Antenne 2 ausschließlich mit dem Access Point Antenne 1. Wir machen das erstmal ohne. Gebt nun den WLAN-Schlüssel ein, den ihr vorher vergeben habt. Im Feld Distance Setting gebt ihr wieder die ungefähre Entfernung ein. Klickt ihr auf Next, gibt es wieder die Übersicht und bestätigt wird es mit Finish. Loggen wir uns noch kurz ein. Und sehen, dass alles korrekt übernommen wurde. Nun können wir auf beide Antennen jeweils im eigenen Tab gleichzeitig zugreifen. Die beiden Antennen sollten mit der Vorderseite zugewandt angebracht und ausgerichtet werden. Signalqualität und Stärke seht ihr im Client unter Wireless Signal Quality. Wenn ihr die Antennen mal hin und her dreht, seht ihr, wie sich die Werte verändern. Daran könnt ihr euch orientieren. Aber versucht auch nicht, hier perfekte Werte zu erreichen. Wichtig ist, dass die Verbindung am Ende funktioniert und die Daten übertragen werden.
Um zu schauen, ob die Verbindung steht, pingt Antenne 1 einfach mal an. Wenn es so aussieht, ist alles okay. Verbindung zwischen den beiden Antennen besteht also. Das, was jetzt folgt, ist optional. Um beide Antennen nun in euer Netzwerk einzubinden und um für den Zugriff nicht jedes Mal die Netzwerkeinstellung zu ändern, lassen wir die Verwaltung einfach unserem Router. Klickt dazu oben im Menü auf Network und stellt im Auswahlfeld Connection Type Dynamic ein. Als Fallback bleibt euch trotzdem noch die alte IP-Adresse erhalten. Wenn ihr euch in eurem Netzwerk gut auskennt, könnt ihr hier auch eine andere feste IP-Adresse verwenden. Klickt auf Apply. Und auf Save. Stellt das bei beiden Antennen ein. Und die IP-Adresse des Netzwerkadapters könnt ihr nun wieder zurückstellen. Schauen wir nach ein paar Minuten in unsere Fritzbox, finden wir beide Antennen vollständig in unserem Heimnetz integriert. Dafür habe ich beide unterschiedlich benannt. In den Netzwerkverbindungen finden wir auch die jeweilige IP-Adresse für den Zugriff. Und die Verbindung über die Antennen klappt auch. Alles klar. Und das war's mit diesem Video. Falls ihr Fragen zum Thema habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Damit bedanke ich mich fürs Einschalten und wenn euch das Video gefallen oder weitergeholfen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar freuen. Und wenn ihr weitere Videos von uns sehen wollt, lasst uns doch ein Abo da oder schaut auf unserem Kanal vorbei. Oder schaut auch mal gerne auf unserer Website vorbei, wo wir viele unserer Videos in Textform veröffentlicht haben. Link in der Videobeschreibung. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.